7 Uhr morgens, wir öffnen doch die Packs, gell, Bubi? Alle. Alle, wir öffnen alle Packs, natürlich. Welche Spieler suchen wir, Bubi? Welche Spieler suchen wir? Dort. Okay, hier, komm, guck du mal durch. Wow, das ist eine tolle Karte. Wow, die ist aber geil, oder? Die ist geil. Haben wir was dabei? Ja, du musst aufmachen. Bayern München ist dabei. Wunderbar. Wir öffnen Packs. Zeitverschiebung spielt für Bubi keine Rolle. Bundesliga-Legende. Sami Khedira, Bubi. Der ist toll. Mach den rein. Pack den rein. Ein Mann wie ein Baum mit dem Merchandise der ersten Stunde. Mein Friseur, Silas Fröhle. Damals haben wir noch die Roller frisiert. Heute frisiert er meine Haare. So kann man sagen. Wirklich der erste Pulli, den ich je rausgebracht habe. Aber er ist eingegangen. Ja, zu kurz. Zugenommen hast du nicht. Nee, daran kannst du nicht. Nein! Hey, war ein schöner Tag. Wir haben eine ganz nette Familie besucht. Grüße gehen nochmal raus an die ganze Familie. Ihr wisst Bescheid. An den Jungen, seinen Bruder, an die Eltern. Es war sehr, sehr, sehr witzig. Er ist auch mit dem Gameboy am Start. Heute geht's noch ganz besonders zur Sache. Ja, wir lassen uns lebendig begraben und da freue ich mich. Also so wie es aussieht, findet statt. Europapark, willkommen. Puh! Happy Halloween! Halloween-Event, was es überhaupt gibt. Ihr habt es gesehen, wir haben eine Joint-Show gemacht, aber hier zu sein ist das ganz andere Feeling. Es ist super. Na, grüß dich doch. Geile Cocktails machst du. Ich mache heute hier privat, jetzt kommt gleich die Halloween-Parade. Also, und die geben heute so viel Vollgas, das habe ich noch nie erlebt. Und ey, ich bin echt am Überlegen, ob ich diese Not Alone Experience mache, ganz alleine mit allen Darstellern. Ich habe es heute nicht gepackt. Und dann soll ich in den Sarg rein. Ich weiß nicht, ob ich das packe. Wirklich, wir sind echt am Ende. Da bist du schon wieder. Oh, in die Eier. Ich habe es wirklich gemacht. Bis jetzt ging's. Ich habe NDA unterschrieben. Ich darf nicht sagen, es war krank. Elon Musk, fick dein Mars-Projekt. Scheißkalt und arschweit weg. Ich habe Brandenburg entdeckt. So, meine Lieben, kommen wir zur Herzensangelegenheit. Ich habe lange drüber nachgedacht. Ihr wisst so viel aus meinem Leben. Es gibt so viel, ihr wisst eigentlich alles. Und warum nicht auch über so ein Thema mal sprechen? Und ich suche in Deutschland den oder die Beste weil ich echt Probleme habe mit meinem Selbstbewusstsein mittlerweile, für eine Intimberatung in Sachen Vergrößerung. Also, dass ich einfach, ich hätte gern ein bisschen einfach ein längeres Glied und vielleicht auch um einen halben Zentimeter dicker. Ich weiß, dass da viele da draußen sind mit dem Problem. Würde mich freuen, einfach, wenn ihr Erfahrungen habt oder sowas, dass ihr mir empfehlt, einfach, wie mich das machen könnte. So sollte man kein Problem haben, über sowas zu reden auch. Würde mich freuen.